Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 17 Karrieremodus mit Hertha BSC Berlin. Beziehungsweise nur Hertha BSC, denn das B steht ja schon für Berlin. Ah, euer Hansa-Fan ist wieder mal gut drauf heute, würde ich sagen. Nein, es geht weiter mit der Hertha im European International Cup. Zuletzt eine 0-1-Niederlage gegen SCO Angers. War nicht unser bestes Spiel, war auch eine Folge geprägt von Fails, da ich so ein paar Aussätze hatte, aber gut, kann passieren. Jetzt geht's sofort weiter, ich hoffe es geht besser. Jetzt komme ich am Mikrofon ran beim Ärmel hochkrempeln. Sehr schön. Wir müssen also die Ärmel hochkrempeln. Habe ich schon gemacht. Und um erfolgreich weiter zu starten in der Vorbereitung gegen den FC Toulouse geht es denn also heute. Wir spielen heute im gewohnten... Nee, heute mal in Weiß. Und Toulouse dann heute mal in Schwarz-Pink. Also ganz unübliche Trikots. Und heute vergessen wir die Aufstellung natürlich auch nicht. Sondern lassen heute von Beginn an den guten Julian Schieber ran. Rechts im Mittelfeld beginnt heute... Alexander Esswein, Allen war gar nicht schlecht heute, muss ich sagen. Letztes Mal meine ich. Darida, ganz klar, kommt in den Kader für Allen heute. So, dann kommt Mittelstädt auch mit in den Kader für Duda. Shinan Kurt, will ich den mitnehmen? Kurz, Alagui. Ja, Alagui müsste auch nochmal abgeben, ne? Kurt, würde ich auch gerne mitnehmen. Fragt sich nur für wen. Ah, Darida, Kalu. Bisewitsch bleibt da. Ja gut, dann lassen wir heute Mitchell Weiser mal außen vor, damit wir die jungen Talente mitnehmen können und heute auch mal ein bisschen Spielpraxis geben können. Darida wird aber auch beginnen für Lustenberger. Und ja, Thomas Kraft heute als Nummer 1 startet er von Beginn an. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Heute erneut im Old Trafford. 20 Uhr Anschlusszeit im Sommer, wird also wieder eine schöne Atmosphäre werden. Auch wenn das Old Trafford zuletzt nicht gut für uns war. Dort verschoss ja Salomon Kalou einen Elfmeter. In der Nachspielzeit noch. Und jetzt, jawohl, Elfmeterschießen können wir gleich nochmal üben. So. Oh, der war ein bisschen doll. Der war ein bisschen doll. Also wie gesagt, Elfmeterschießen können wir gleich nochmal üben. Ja, der war zumindest etwas mehr in die Ecke geschossen. Und der hat natürlich wohl gehalten, aber gut, immerhin kam der aufs Tor. Eieiei. Also ist doch ein schmaler Grat, wenn man das ganze Ding nicht sieht. Ja, war zumindest drin, aber keine Zielscheibe getroffen. Also, puh, das muss ich echt nochmal üben. Boah, der war auch nicht mal in der Mitte, der war auch nur in der Mitte. Wie gibt's denn sowas? Also die Höhe kriege ich noch gar nicht hin. Und der war voll vorbei. Ach du Schande, ey. Also ist doch irgendwie schwerer als gedacht. Ja. Also, da haben wir es, Old Trafford von oben bei Abend gegen FC Toulouse. Den Club aus Frankreich geht's heute für unsere Hertha. Mal schauen, was die Formel noch so in sich hat, für uns zu bieten hat, vor allem. Braithwaite im Team dort. Martin Braithwaite im Sturm mit Bodiga. So, Blin, Iago und die Hertha heute mit etwas veränderter... Etwas verändert im Personal. Es war gleich mal mit der Balleroberung. Schieber auf Valentin Stocker. Wird aber gleich gestoppt von Mubande. Mubanje, so rum. Bodiga. Braithwaite. Kommt die Flanke gleich mal rein. Geklärt jedoch von der Hertha. Abschluss nochmal. Direkt nochmal von Durmas. Der war gar nicht so ungefährlich. Abgelegt und dann Dropkick auf Volley genommen. Knapp über die Querlatte. Eieiei. Hätte mal schief gehen können. Kraft. Hätte da keine Chance gehabt, glaube ich. Plattenhardt auf Haraguchi. Der zu Valentin Stocker. Setzt sich durch im Laufduell. Stocker mit der Flanke an den kurzen Pfosten. Torwart ist da.
Darida, Abschluss, abgeblockt von Jago und die erste Ecke immerhin für Hertha. Ja, hätte der Torwart gehabt. Jago geht auf Nummer sicher. Klärt zur Ecke. Und dann auf den Elfmeterpunkt von Plattenhardt geschlagen. Na, sind sie fast hinter dem Weg. Langkamp, das ist Darida und Pfosten. Netzball geklappt. Brooks blockt hier gut ab. Brooks kommt auch wieder an den Ball durch einen Stockfehler des Gegenspielers. Haraguchi. Darida. Plattenhardt. Da ist Schieber. Nicht im Abseits. Aber daraus eine Torhüter hat den noch abgeblockt. Also Hertha legt hier los wie die Feuerwehr mit guten Offensivaktionen. Erst mal mit dem Einwurf. Pekarik mit der Flanke. Langpfosten wartet schon Haraguchi. Geht aber nicht direkt zum Ball. Somalia. Diop auf Ninikov. Und Haraguchi hat den Ball sich da gut zurückerobert. Darida. Oh, stehen sich gegenseitig im Weg. Stocker löst es aber, da kein Spieler von Toulouse dazwischen kam. Pekarik wieder. Stocker. Es war ein zu Pierre Schellbrett. Schellbrett auf Schieber! Und Blin im letzten Moment noch zur Ecke. Das sieht gar nicht schlecht aus, was Hertha hier bietet. Hier schon mal die Vorschau für den ersten Bundesligaspieltag. Zu Hause gegen den SC Freiburg wird es da gehen für die Hertha. Und gleich mal ein Wechsel bei FC Toulouse. Bei der Ecke von hat sich Jan Bodiga verletzt. Hineinkommt Oscar Treo. Und Ecke für Hertha. Plattenhardt. Stocker mit dem Kopf, kommt nicht ran. Schieber auf Darida. Abschluss, wieder geblockt. Nochmal Valentin Stocker. Und wieder gehalten vom Keeper. Und Ballbesitz für Toulouse. Also die Offensivaktionen sind jetzt schon mehr, als es gegen Angers der Fall war. Gute Reaktion von Hertha hier heute. Geht ja auch um den Verbleib im Turnier. Treo, eingewechselt gerade für Bodiga. Das ist wieder Treo, gut rausgespielt. Domas, der hat die einzige Chance bisher gehabt für Toulouse. Und klasse, souverän geklärt von John Anthony Brooks. Einwurf für Toulouse, Domas. Es war ein Sturz rauf. Braithwaite, Plattenhardt, Kraftpass auf. Pekarik. Schellbrett kontrolliert. Guckt wieder zu Schellbrett. Schellbrett. Gut gegrätscht von Blin. Treo. Gut, Pekarik. Aber Ball bleibt bei Blin. Treo gegen Pekarik. Gut vom Rechtsverteidiger gelöst. Trotzdem Einwurf für Toulouse. Thomas zu Blin. Blin zu Somalia. Oder Smola. Nee. Doch, Somalia ist richtig. Oh, ich habe heute, ich habe echt Probleme, den Namen zu lesen. Vorhin schon mit Beangers, jetzt hier. Boah. Haraguchi. Auf Julian Schieber. Wieder zu Haraguchi. Tempo ein bisschen gedrosselt. Haraguchi. Schlechter Pass. Oh, nee. Ach, Mann. Ich habe schon gedacht, der kommt nicht an den Ball. Deswegen habe ich X gedrückt. Für zwei Kämpfe und dann, ja, wer ahnt denn sowas, dass ich da an den Ball komme? Ach, Mann, ey. Riesenmöglichkeit für Hertha hier. Dumbia. Ninikov. Braithwaite. Gut, von Plattenhardt dazwischen. Ball bleibt im Spiel. Haraguchi. Plattenhardt. Stocker. Stocker. Ball. Versuch in den Lauf zu Schieber. Schieber holt ihn sich. Haraguchi. Gerade so noch gestoppt. Haraguchi arbeitet gut hier. Überall zu finden auf dem Feld. Esswein. Schieber. Ja, kommt durch dabei. Kommt durch. Warum geht er nicht hin? Oh, weil der andere im Abseits ist. Warum darf er. Mann! Ha, Leute. Hier klappt die zweite Aktion, die schon nicht richtig klappt. Esswein klar nicht im Abseits.
Haraguchi, ja, aber mit dem wollte ich doch gar nicht hinlaufen. Wir wollten mit S-Bahn laufen. Warum hat er nicht gewechselt automatisch? Oh, da geht das Gebacke von FIFA los, oder was? Bug beim Wechsel. Super. Langkamp. Da ist S-Bahn. Und da ist Stocker. Stocker, zu steil der Pass. Muss da enger kommen zu S-Bahn, der gut gelaufen ist. Somalia. Gut von Haraguchi, der mitgearbeitet. Bester Mann auf dem Feld. Genki Haraguchi. Darida arbeitet gut mit. Stoppt da sein Gegenspieler. Haraguchi kommt nicht durch gegen Ninikov. Und jetzt ist Pause. 0:0 zwischen Hertha und Toulouse. Die Hertha klar überlegen. Spiel bestimmt mit den besseren Tormöglichkeiten. Nutzen sie nur. Bislang noch nicht. Zwei unmissglückte Aktionen. Einmal die Pässe da von Haraguchi. Einmal der falsche zum Ball gelaufen. Muss auf jeden Fall noch besser werden bei der Hertha. So, Schelbrev wird eine Pause bekommen. Mal gucken, wer noch spielen kann. Ja, Niklas Stark eigentlich. Kann auf 6er noch spielen. Wird auch kommen. Niklas Stark. So, und Sinan Kurt wird kommen für Alexander Estwein. Kann auch Sturm spielen, kann auch offensives Mittelfeld spielen. Linkes Mittelfeld steht er jetzt hier. Ist Linksfuß. Aber dann wird auch rechts spielen können. Er wird auf jeden Fall auch rechts eingesetzt hier heute. Und Mittelstädt kommt erstmal für Plattenhardt. Frischer Mann auf der Linksverteidigerposition. So, und dann gibt es noch Ibisevic, Kalou und Klostenberger als Nachschub. Kraft wird durchstehen heute. Ja, Astrein stand auch schon ein Spiel durch. Ferienverteidigung der Torhüter. Da haben wir Sinan Kurt von Bayern gekommen. Niklas Stahl und Maximilian Mittelstädt ebenfalls dabei. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Mal schauen, ob Hertha hier weitermacht. Kurt. Ja, kriegt da nicht mehr den Einwurf. Blin. Oh, kommt an. Thomas, Doppelpass mit Blin. Da ist Mittelstädt gefragt. Köpft ihn in die Mitte. Nicht gut gelöst. Somalia Brooks. Immer noch Blumach Braithwaite. Unnötige Aktion jetzt hier. Thomas. Und das hat drin. Marty Braithwaite. Hertha pennt zu Beginn der zweiten Halbzeit. Dann ist los mit der Flanke. Ne, das war schon die Flanke zum Tor. Ich dachte, die zeigen die Grundaktion. Ansonsten klasse gemacht. Braithwaite da ungestört von Langkamp. Der steht ja nämlich irgendwo zwischen Brooks und Langkamp und kann deswegen frei einschieben und Danke sagen. Zuvor allerdings schon das Kopfball, der Kopfball von Maxi Mittelstädt. Genau in die Mitte abgewehrt. Brooks zu überrascht dabei. Ja, da muss er noch lernen, der Maxi Mittelstädt. Den Sonnenball darf er nicht in die Mitte abwehren. Der muss nach außen oder weg vom Strafraum. Aber nicht genau in den Strafraum hinein. Böses Erwachen für Hertha hier zu Beginn der zweiten Halbzeit. Stocker. Haraguchi. Haraguchi holt den Freischuss immer raus. Da kommt Ninikov hereingerauscht. Nur Ninikov. Gut, euer Hansa-Fan kann nicht lesen heute. Hab wohl doch übermüdete Augen vom Wochenende. Freistoß, Wladimir Darida. So, genau da soll er hinkommen. Da ist stark Haraguchi auch noch mit dazwischen. Und es gibt tatsächlich die Ecke. Ja, Genki Haraguchi war wohl zuletzt dran. Genau, beide Köpfe da eigentlich nicht gut gemacht, denn Schieber war es nicht stark. Schieber und Haraguchi haben sich da die Bälle fast gegenseitig weggenommen. So, Ecke, Stocker. Da ist Brooks. War weit übers Tor. Ja, der kommt nur. Kommt zu spät unter den Ball, sodass er nur verlängert wird. Da ist Brooks, das war ein besserer Kopfball, aber genau in die Füße von Blin. Thomas. Trio. Blin. Und Diop. Aka Akpro. Akpa. Leute, dieser kann ich nicht lesen. Darida. Ah, klasse Grätsche von Blin. Diop.
Du von Darida. Jawohl, in den Lauf von Schieber, das muss es sein. Julian Schieber macht ihn. Sicher. Endlich, das 1-1 nach einer Stunde. Julian Schieber verdient es ja allemal. Gut erobert den Ball. Gut erobert den Ball von Wladimir Darida. Dann das gute Auge von Julian Schieber. Und der in Manier des Torjägers, eiskalt vor dem Tor. Den muss er natürlich machen. Im 1 gegen 1 gegen den Keeper. Und er holt sein Tor ab. Jubel auch auf der Bank. Julian Schieber mit dem verdienten Treffer für die Hertha. Gut weggeschickt aus dem Rückstand. So kann es weitergehen. Hertha ja weiter mit einem guten Auftritt hier. Unaufmerksamkeit nach der Halbzeit wurden abgelegt. Bälle wären ordentlich nachgegangen. Na, fast wieder die Balleroberung von Stocker. Treo. Schieber arbeitet mit. Treo schickt da Thomas. Treo will den Doppelpass spielen. Nee. So. Nächster Wechsel bei Hertha auf jeden Fall. Torschütze Schieber wird gehen, Ibisevic wird kommen, Kalou wird kommen für Haraguchi und Lustenberger kommt für Valentin Stocker. Darida rückt dafür einen vor auf die 10. Also haben doch noch ein sehr gutes Mittelfeld hier denn. Schieber, zwei Schüsse, ein Tor. Der nächste Dreierblock kommt. Hier haben wir nochmal. 1 gegen 1. Gegen den Keeper. Sicher verwandelt. So, Thomas Graf hat die Kapitänsbinde übernommen. Aber bereits schon in der Pause. Pekarek, was macht Kurt? Warum läuft der? Warum lässt er sich da fallen? Pekarek kann nirgendwo hingehen. Offensiv. Da kann eigentlich nur kommen, dass Kurt überläuft. Oder in die Gasse läuft. Mittelstädt. Hier auch. Hier fehlt das Zusammenspiel da. Warum geht Kalou nicht nach vorn? Warum lässt er sich fallen? Da muss der Sprint durch die Gasse kommen. Damit Mittelstädt ihn schicken kann. Gut aufgepasst von Mittelstädt und den Ball erobert. Ibisevic kommt aber nicht heran. Somalia. Kalou mit der Grätsche ins Leere. Jetzt fehlt hinten einer. Brooks muss ran. Brooks macht das klasse. Und Mittelstädt. Jetzt läuft Kalou. Jetzt läuft Kalou. Pass von Mittelstädt nicht ganz so gut. Kalou macht es aber gut mit Darida im Zusammenspiel. Darida auf Ibisevic. Der Pass kommt nicht an. Hätten sie besser spielen müssen. Pekarik. Und Kurt. Shinan Kurt. Kann das mit Schnelligkeit lösen? Er kann es mit Schnelligkeit lösen. Er kann es. Sehr gut. Shinan Kurt. Jetzt Flanke von der Grundlinie mit dem schwachen Rechten. Lustenberger. Kommt dran. Ibisevic. Man kann ihn nicht verarbeiten. Thomas. Gut geblockt von Pekarik. Brooks. Kurt. Pekarik. Musavu King macht das gut. Viertelstunde noch zu spielen. Einwurf Hertha. Pekarek macht's. Zusammenspiel mit. Ja. Den völlig falschen Laufweg gegangen, da Pekarek. Muss da natürlich bleiben. Darida kommt mit Tempo an, kann den Ball nur prallen lassen. Und Pekarek verlässt die Position, will wieder nach hinten gehen. Da hat einiges gerade nicht gestimmt. Brooks. Macht das gut. Lustenberger. Schlecht gespielt. Viel zu steil. Der Ansatz dort. Also über außen hapert es bei Hertha noch sehr. Kalou. Mit den Hitten. Julien. Braithwaite mit dem Lupferball. Langkamp. Wieder nicht geklärt. Jetzt stehen sich da komplett selbst im Weg. Und dann muss er den Ball lang klären. Bleibt immer im Ballbesitz. Kurt. Und Niklas Stark. Ibisevic. Muss mal einer nachkommen, Ibisevic. Auch der wieder zu steil. Also das Offensivspiel bei Hertha ist jetzt total eingefroren. Total zerfahren. Thomas fehlt in der Ballannahme. Kurt springt ins Leere. Auch da geht er nicht an den Ball ran. Langkamp, Brooks. Langkamp auf Stark. Stark zu Kalou. Wohin jetzt? Kalou. Doppelpass mit Ibisevic. Kurt. Kurt im Strafraum. Kurt zum zweiten. An den Pfosten. Doppelchance für Shinan Kurt. Erst an den Torwart, dann an den Pfosten. Da muss mehr kommen. Der muss rein.
Dionessi kommt für Martin Braithwaite, der Torschütze geht. Nächster Einwurf, Pickerick wollte schon wieder seine Position verlassen dort. Darida, Flanke, nee, dachte auf den Stand, klappt nicht. Darida, sehr gut nachgesetzt. Darida, oh Mann! Und da Schluss. 1:1 am Ende nur gegen Toulouse aufgrund der zweiten Halbzeit. Doch ja, ein gerechtes Ergebnis. Die Hertha hat im zweiten Durchgang zu wenig nach vorne getan, hat zu schlecht nach vorne gespielt, zu undurchsichtig, zu zerfahren, zu unkonzentriert. All daran muss Hansa Fan und sein Team noch arbeiten. Hören Schieber, er hat die Hertha hier noch quasi gerettet in der zweiten Halbzeit mit seinem Tor. Durch klasse Einzelaktion, durch klasse Einsatz von Wladimir Darida, der dann gut durchsteckt zu Schieber, der alleine vor dem Torwart ist. Aber das war noch nichts. Das muss noch besser werden. Hat auch nichts mit der Schwierigkeit zu tun, wenn ich ehrlich bin. Das liegt einfach an mir heute, ganz ehrlich. Pfosten hier von Chinancourt. Hier der erste und dann der zweite. Zweimal mit dem schwachen rechten Fuß. Da tunnelt er den Torwart sogar noch und trifft nur den Pfosten. Dann lieber auf den Tunnel verzichten und den Ball einfach ins Netz schieben. Ha! Ja, hoffentlich fliegen wir jetzt nicht aus dem Turnier raus. Hoffentlich reichen die 4 Punkte, was ich aber eher bezweifle. Ich denke, das wird das Ende gewesen sein. Dann gibt es keine Testspiele mehr. Ja, so ist es. Es hat nicht gereicht am Ende. Bitter. Neben Subotic. Scout-Bericht. 7 Millionen Stärke. 7 Millionen... Ach, Quatsch. Ey. Leute, ich bin echt nicht auf Höhe heute. 7 Millionen Marktwert, Stärke von 78. Wir können aber erstmal eine Laie versuchen. Glaube ich nicht, dass Dortmund den verleiht. Wir können es einmal probieren. Leihangebot. Spätere Ablösesumme können wir uns auf 8 Millionen festsetzen. Angebot absenden. So, dann gucken wir nach. Sven Ulrich hat auch Scout-Bericht. Ist auch der Scout-Bericht da. 5,5 Millionen Stärke 77. Genauso stark wie Jahrstein. Angebot können wir abgeben, denn er ist einfach eigentlich auch mein Top-Favorit hier gewesen. Gucken, was die Bayern dafür haben wollen. Wir bieten erstmal 5 Millionen. Wir bieten erstmal 5 Millionen für Sven Ulreich. Schau, was drin ist. Dann haben wir ein Transferangebot für Valentin Stocker. Na klar, für den Stammspieler auch noch. Angebot ablehnen, 8 Millionen ist er wert. 9,5 wird geboten vom FC Southampton. Aber wie gesagt, Angebot ablehnen. So, Turnierpreisgeld haben wir jetzt 1,3 Millionen Mann gekriegt für die Truppenphase. Die Leistung. Schade, dass wir es nicht ins Cup-Finale geschafft haben, aber wirklich wichtig ist, dass das Team zum Beginn fit und gut vorbereitet ist. Wir vertrauen weiter auf ihre Fähigkeiten und darauf, dass die Saisonerwartungen erfüllt werden. Wir freuen uns auf ihre erfolgreiche Saison mit ihm. Ja. Besser wäre natürlich gewesen, wenn wir noch ein, zwei Testspiele gehabt hätten. Aber sollte nicht so sein. Wir haben es uns am Ende selber verspielt. Deswegen gehen wir mal weiter im Transferzeitraum. 6 Nachrichten haben wir bekommen. Angebot akzeptiert für Poyampalo, 1,75. Sehr schön. Können wir jetzt also Vertragsgespräche gehen. Momentan haben wir wieder 27.000, wir 30.000 haben. Wir bleiben aber bei 27.000. 4-Jahres-Vertrag, sporadischer Spieler. Rotationsspieler wird er bei uns denn sein. Wenn wir eventuell doch noch 2 Spitzen umstellen, könnte möglich sein. So, Reece Oxford. Gucken wir mal, wie stark er wirklich ist. Stärke 66, aber wurde ja schon gesagt, soll es unrealistisch sein. Ich bin mal gespannt. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Aber auf jeden Fall ist er. Können wir ihn im Auge behalten. Maximilian Wittek als Linksverteidiger-Ersatz. Stärke 68. 20 Jahre jung. Auf jeden Fall. Doch, ich würde sagen, den können wir holen. Als Ersatz für die Linksverteidiger-Position. Kaufangebot. 1 Million Euro erstmal bieten wir. Mal gucken, was da gesagt wird. Wir müssen ja nicht immer gleich den Wert bieten. Wir können es ja langsam rantasten. So, Leert Paccarada, auch Linksverteidiger, 69er Stärke von Sandhausen, auch 21 erst. Auch eher interessante Lösung natürlich. Auch da können wir schon mal ein Angebot abgeben. Auch hier bieten wir erstmal 1 Million. Gucken, was Sandhausen dafür sagt. Und dann können wir uns ja am Ende für einen entscheiden. Das ist natürlich das passendste und praktischste. Max Christiansen vom FC Ingolstadt, Stärke 70 fürs Mittelfeld. Keine schlechte Variante. Wir müssen uns mal überlegen. Will ich auch nochmal nachdenken drüber. Sebastian Rudi haben wir hier noch.
10 Millionen wert, okay, der fällt schon mal aus dem Raster raus. Christian Tersch. 6,5 Millionen, der wäre in Ordnung. Pekarik würde damit ganz schön viel Dampf machen. André Hahn haben wir noch, den würde ich auch gerne mal scouten. Weil der auch ein interessanter Mann ist natürlich. So, Levin Subotic haben wir schon gesagt. Haben ein Leihangebot abgegeben. Dann machen wir jetzt mal ein Training auf jeden Fall. Oh, die Stürmer natürlich nicht. Sinan Kurt. Müssen wir uns verstärken. Ausdauer auf jeden Fall, braucht er. Ganz wichtig. Was haben wir noch? Eswein, Alagui. Allen noch. Auch er braucht Ausdauer. Ganz viel Ausdauer. Was haben wir noch Schönes zu bieten? Duda natürlich. Tempo-Dribbling. Wer trainiert bei ihm? Was haben wir noch Schönes da? Niklas Stark. Machen wir auch mal eine Abwehreinheit für ihn. Und Außenverteidiger haben wir noch Mittelstädt. Auch er soll natürlich stärker werden. El Rondo ist immer drin. Soll eine 65 kriegen jetzt. Hoffentlich. So, jawohl. Mittelstädt hat jetzt die 65 erreicht. Gut. Wunderbar. So, dann wollte ich ja noch einen verkaufen. Nämlich Alagui haben wir noch nicht raufgesetzt auf die Liste, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Nee, Alagui muss auch abgegeben werden, na klar. Hat bei uns ja aktuell keine Chance mehr. So, und dann gucken wir weiter nach. Bis zum Saisonstart können wir jetzt ja fast durchspielen schon. Obwohl wir erst am 14.07. angelangt sind, ne? Das ist natürlich klasse. So, Sven Ulreich, wir haben ein Transferangebot für unser Spiel, das wir überdacht und können dem leider nicht zustimmen. Die Summe ist zu niedrig, wir sind da an sich erst mehr, viel mehr wert. 10,5 Millionen für Bayern für Ulreich haben, natürlich. Ihr habt doch alle einen Schatten. Ihr habt doch einen Schatten. 10,5 Millionen. Wir gehen etwas höher, 7,5. Kommen wir etwas entgegen den Bayern. Könnten natürlich im Tausch noch Thomas Kraft anbieten, dann hätten sie eine neue Nummer 2. So, Leih mit Kaufoption. Wir müssen eine Anfrage bezüglich Ausleihen geprüft, müssen ihn leider mitteilen, dass wir sie ablehnen. Wir möchten Subotic momentan nicht ausleihen. Dann müssen wir ihn doch kaufen, ne? 8 Millionen. 7 Millionen ist er wert. Dann bieten wir erstmal 6,5. Und dann müssen wir gucken, wie wir noch ein bisschen das Budget umverteilen, dass wir eventuell beide kriegen, akzeptiert. Poyan Palo wird also schon mal... Ne, das war noch das alte Angebot, okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, mehr Testspiele gibt es ja dann erstmal leider nicht. Wir haben hier 3 Spiele hier hinter uns gebracht. Das ist sehr bitter, dass wir nicht mehr geworden sind. Denn da ist erst der Saisonstart. Heißt also, beim nächsten Mal gibt es noch eine reine Ausgabe mit Transferverhandlungen. Und dann sehen wir weiter. Von daher, haut rein, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, wäre cool. Social Media Links abchecken. Unter anderem die Hertha News auf Facebook. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein, Hansa-Fan. Ciao, ciao.